In dieser Folge geht es um das Thema Ernährung. Da dies ein sehr umfangreiches Gebiet ist, werde ich nur auf die wichtigsten Aspekte eingehen. Die richtige Ernährung ist die Grundlage für ein gesundes und langes Wellensittichleben. Daher muss sie auf die Bedürfnisse unserer Tiere abgestimmt werden. Das bedeutet, dass man sich anschauen muss, was Wellensittiche in der Natur fressen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Grassamen. Eure Futtermischung sollte daher auf jeden Fall Knauelgras, Schwingelgräser oder sonstige Gräser enthalten. Von einem Vogelfutter, das Zucker, Honig oder Bäckereinebenerzeugnisse enthält, ist dringend abzuraten, da es Wellensittiche nach und nach krank macht. Leider bekommt man solch ein schlechtes Futter auch von namhaften Herstellern oder im Discounter. Ein gutes Basisfutter kostet nicht viel und kann man zum Beispiel online bestellen. Ich habe für meine Wellensittiche das WS1 von Ricos Futterkiste und mische es täglich in variierender Zusammensetzung mit Einzelsaaten und Gräsern von der Körnerbude. Anbieten könnt ihr das Futter in Edelstahlnäpfen, Tonschalen oder geschlossenen Futterspendern. Futterspender, die oben geöffnet sind oder seitlich in den Käfig eingehangen werden, sind nicht geeignet. Genauso wichtig wie gutes Futter ist frisches Wasser. Es sollte mindestens zweimal täglich gewechselt werden, da Wasser zum einen sehr schnell verkeimt und zum anderen, weil mögliche Erreger über das Wasser von Tier zu Tier weitergegeben werden. Auch bei der Wahl des Trinknapfes solltest du auf leichtes Reinigen achten. Edelstahlnäpfe oder bruchsicheres Glas sind eine gute Wahl, da sie bei hohen Temperaturen gereinigt und desinfiziert werden können. Plastiknäpfe oder gar Spender eignen sich nicht, da sie sich schlecht säubern lassen und bereits nach kurzer Zeit durch die Materialermüdung Keimen und Bakterien in kleinen Ritzen eine Brutstätte bieten. Wechselt daher zweimal täglich nicht nur das Wasser aus, sondern auch das Trinkgefäß und lasst es mindestens 24 Stunden nach der Reinigung, zum Beispiel mit kochendem Wasser und einem Spritzer Essig oder Zitronensäure, durchtrocknen. Alte oder kaputte Trink- und Futternäpfe solltet ihr immer unverzüglich gegen neue austauschen. Ein weiteres großes Thema ist Frischfutter. Am liebsten mögen Wellensittiche Basilikum, Salat, Gurke und Möhrchen. Bei Obst muss man vorsichtig sein, da Makrohabdiose unter Wellensittichen weit verbreitet ist. Frischfutter sollte aus hygienischen Gründen nach maximal 2 bis 3 Stunden wieder weggenommen oder durch frisches Gemüse ersetzt werden. Eine sehr gute und ausführliche Übersicht über Saaten, Sämereien und Frischfutter findet ihr auf der Seite www.birds-online.de. Achtung! Lasst eure Wellensittiche niemals vom Tisch mitessen, da viele Speisen den Tieren schaden oder sogar hochgradig giftig sind, wie zum Beispiel Schokolade oder Avocado. In der vorletzten Folge von Basiswissen Wellensittiche geht es um das Thema Hygiene. Hier verrate ich, wie man gründlich und vor allem mit wenig Zeitaufwand sein Käfig und das Freiflugzimmer putzen kann. Also, bis zum nächsten Mal!